Ich will mal mit Punkt 1 anfangen, das ist die Frage der Privatisierung. Sie wissen, es hat in der Vergangenheit den Versuch der Gesebauer gegeben, hier Wohnungen en bloc zu verkaufen. Da war noch vor 2 Jahren die Variante 2500 Wohnungen auf einen Schlag an einen Investor zu verkaufen. Wir als SPD-Fraktion, vor allem Frau Lange und ich, haben das gestoppt. Wir werden auch weiterhin, da gibt es auch einen klaren Beschluss der Fraktion, dafür sorgen, dass abgesehen von einer behutsamen Mieterprivatisierung, wo ein Mieter selber seine Wohnung kaufen kann, es keine En-Bloc-Verkäufe gibt. Und zwar weder 2000 oder 2500, noch etwa A50 oder A100. Der Vorstand hat ja immer mal wieder solche Ideen. Die haben wir gestoppt und die werden wir auch in Zukunft weiter stoppen. Und in dem Zusammenhang sage ich auch deutlich, wenn Sie angesprochen werden oder angeschrieben werden von Gesellschaften im Auftrag der Gesebau, die an Sie herantreten und sagen, Sie müssen mal in die Wohnung reingehen, Sie müssen sich das mal anschauen, um dann mit Ihnen ein Privatisierungsgespräch zu führen, in der Gestalt, dass man die Wohnung zum Kauf anbietet. Sie sind dazu nicht gezwungen. Sie sind auch nicht dazu gezwungen, dass jetzt andere Dienstleister in Ihre Wohnung hineingehen und hier von vornherein Sie vermeintlich, das ist schon auch passiert und an mich angefragt worden, Sie unter Druck setzen, sondern Sie haben das Recht zu sagen, Sie haben Interesse, Ihre Wohnung vielleicht zu kaufen, aber es kann Sie dazu keiner zwingen. Das heißt, wenn es da Probleme, wenn es da Ärger gibt, dann sprechen Sie weiter. Und ist die Frage der Modernisierung. Und da sage ich mal ganz deutlich, hier ist ja ein riesiger Bedarf. Der alte Vorstand, das ist jetzt noch nicht mal an Franzen vorzuhalten, hat ja in den letzten Jahrzehnten eher darauf geachtet, Schulden abzubauen und hat wenig investiert. Wir von der Politik haben lange gesagt, dass das so nicht geht. Es entsteht ein riesiger Stau und irgendwann gibt es hier extrem große Probleme. Wenn wir das Hauptproblem nennen, ist die Frage der Betriebskosten. Also Sie haben Betriebskosten, Sie wissen das, aber ich will die Zahl einfach mal nennen, im Vergleich von 4 Euro und mehr pro Quadratmeter. Es gibt keine andere städtische Wohnungsbaugesellschaft, keine vergleichbare Lage, wo es solche Betriebskosten gibt. Die liegen im Regelfall zwischen 2 Euro und 2,50 Euro. Und ich sage hier, wenn man da nichts macht, wenn man das nicht verändert, dann wird man schwer haben, in Zukunft hier noch Mieter zu finden. Weil auch ich würde als Mieter nicht akzeptieren, eine Zweitmiete, die so hoch ist wie die erstzahlende Bruttomiete und nicht eine nette Kaltmiete. Und ist die zweite Miete zu hoch, muss man entsprechend das machen. Da bin ich also sehr zufrieden und auch sehr stolz auf, dass wir jetzt diese 400 Millionen investieren, um in erster Linie zu erreichen, dass die Betriebskosten deutlich auch sinken. Natürlich ist hier eigentlich schön geschildert worden, wie die Wohnungen danach aussehen werden. Das ist ein riesiger Vorteil. Das wird für einige Wochen natürlich auch zu Belastung führen. Das ist immer so, wenn man bei laufendem Betrieb also entsprechende Wohnungen modernisieren muss. Aber unterm Strich muss dann rauskommen, dass die Betriebskosten, vor allem die Heizungskosten durch die Umstellung des Systems, dann deutlich geringer. Gesebau hat hier heute gesagt, naja, die Mieten sollen danach in etwa so bleiben. In etwa heißt für mich wirklich in etwa. Wenn die Erhöhungsmöglichkeit nach der Modernisierung voll ausgenutzt wird auf der einen und auf der anderen die Betriebskosten nicht in vergleichbarem Maße sinken, sondern unterm Strich wir dann weitere Erhöhungen der Bruttomieten haben, dann kann ich das nicht akzeptieren. Unser Ziel ist, dass die Mieter sich hier wohlfühlen und dass neue Mieter auch hier entsprechend einziehen. Es ist natürlich so, dass im Rahmen so einer Modernisierung über die verschiedensten Maßnahmen gesprochen wird. Und eine Maßnahme, die hier vorgetragen worden ist, die Frage mit dem Mischung. Da gibt es eine Menge Argumente dafür, die haben Sie gehört, warum man meint, diese schließen zu müssen. Umweltgründe, Kostengründe, ich will jetzt hier nicht alle entsprechend wiederholen. Und es gibt auf der anderen Seite von Ihnen berechtigterweise, ich habe da E-Mails bekommen, ich habe Fotos gesehen, wie das in den Hausfluren aussieht, wenn der Müll im Hausflur steht, wie das unten an den Kästen aussieht. Da gibt es also eine Menge Probleme auf der anderen Seite. Und da sage ich auch eins ganz deutlich. Aus vielen Gründen macht es Sinn, die Müllschlucker zu schließen. Aber das kann nicht gegen den Willen der Mieter passieren. Auch nicht nur Müllschlucker im Bergischen Viertel. Es gibt viele Bereiche in Berlin, wo es noch Müllschlucker gibt. Und da sage ich auch ganz deutlich, wenn die Gesebau keine adäquate Lösung bietet, also wenn Sie selber auch feststellen, dort in Ihren Blöcken, wo zum Beispiel ja schon Müllschlucker geschlossen worden sind, dass das nicht klappt,
dass das mit dem Müll nicht so abläuft, wie sich das vorstellt, sondern dass zusätzliche Probleme entstehen, insbesondere auch für ältere Mitbürger und Mitbürger zusätzliche Probleme entstehen, dann kann man das nicht mit Gewalt durchsetzen. Auch da wird sich darauf verlassen. Werden wir uns das ganz genau anschauen. Ich habe sicherlich meine Umweltkollegen im Ohr, die mir gesagt haben, aus denen Gründen muss man das machen. Aber auf der anderen Seite die Mieterinteressen, der Zusammenhalt in dieser Gesebau, in diesem Märkischen Viertel, der ist mir persönlich sehr wichtig und der spielt für uns auch eine ganz, ganz große Rolle. In dem Sinne freue ich mich auf eine ansprechende Diskussion. Sie haben ganz viele Fragen gestellt und wir werden jetzt versuchen, ganz viele von denen zu beantworten. Vielen Dank. Meine Frage ist, Sie haben hier Mieterbeiräte, aber Sie haben nicht nur Mieterbeiräte, sondern Sie haben ja auch sehr viele engagierte, aktive Mieter insgesamt, die sich auch für die Situation hier interessieren. Und da ist in der Tat auch mein Vorschlag, und Frau Lange und ich stehen natürlich da zur Verfügung, mit Ihnen in Diskussionen einzutreten, wo sind Probleme, wo kann Abhilfe geschaffen werden. Die Gesebau muss da etwas tun, weil hier wird in den nächsten Jahren sehr vielleicht nochmal ganz deutlich zu dem Thema Müllentsorgung etwas. Was wir erwarten, ganz klipp und klar von der Gesebau, ist ein Konzept. Und zwar ein Konzept, was die Leute überzeugt, wo jeder das Gefühl hat, es passiert hier auch positiv etwas. Wenn das nicht passiert, wenn die Akzeptanz nicht da ist, das sage ich auch so deutlich, dann wird man keine Müllschlucker schließen können. Weil der Bürger möchte nicht mit seinem Müll im Hausflur bleiben. Und er möchte auch sozusagen unten, wenn er auf die Straße geht, wenn er an den Container rangeht, wie Sie das ja als Beispiel gesagt haben, greift den absolut auf, das muss auch bedienbar sein, das darf keine Schwerstarbeit sein. Die Leute gehen nicht ins Fitnessstudio, sondern sie wollen einfach ihren Müll los. Wenn das nicht geleistet wird, dann sage ich klipp und klar, werden wir nicht dem zustimmen, dass einfach hier pauschal das Bewährte geschlossen wird und nichts Vernünftiges Neues entsteht. Genau, das ist richtig. Gestellt worden von Ihnen da, ob die Politik das durchhalten kann. Da kann man immer natürlich kritisch fragen, aber wir haben nur hier was bewiesen. Die 2500 Wohnungen, die waren schon so gut verkauft. Das haben wir angehalten. Der Vorstand, der Aufsichtsrat hatten das schon beschlossen, das war schon verkündet. Die betroffenen Mieter kannten das auch schon. Wir haben das gestoppt. Wir haben die Privatisierung insgesamt gestoppt. Und ich habe Ihnen auch vorhin gesagt, ich werde auch nicht zulassen, dass hier auch en bloc in irgendeiner Weise, auch nicht in Scheibchen, A50 oder 100 weitere Verkäufe entstehen. Das ist der erste Punkt, wo wir uns als Politik auch gegenüber der Gesebau ganz klar durchgesetzt haben. Der zweite Punkt ist natürlich die Modernisierung insgesamt. Wir haben der Gesebau seit langem gesagt, es geht nicht so, dass auf der einen Seite nur die Schulden abgebaut werden, aber auf der anderen Seite in die Wohnung nicht investiert wird und die Betriebskosten immer weiter steigen. Auch da können wir jetzt heute sagen, das Programm ist angelaufen. Sie werden auch eine Menge Vorteile jetzt in Zukunft haben, dass die in den Wohnungen sich etwas verändern und dass ihre Betriebskosten reduzieren. Und ich sage Ihnen zum Dritten auch zu, was die Mietentwickler erwarten, dass die Netto-Kaltmieten nur in dem Zusammenhang steigen, wie auf der anderen Seite die Betriebskosten entsprechen, also die Sicherheitsdienste. Das ist natürlich ein Punkt, den man ansprechen kann. Da muss man auch schauen, in welcher Weise sind die nötig und in welcher Weise entstehen dann Kosten und wie werden die umgelegt werden. Das wäre mal das ist die Grundsteuer. Das ist ein ganz großes Ärgernis. Dadurch, dass hier die Schulden abgebaut worden sind, ist auf der anderen Seite die Grundsteuer enorm in den Betriebskosten gestiegen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass es eine Bundesratsinitiative gibt, dass hier nicht eine Wohnung teilweise höher besteuert wird als woanders eine Doppelhaushälfte. Auch das ist und der letzte Punkt auch nochmal deutlich. Ich habe, glaube ich, nichts sehr, sehr klar hier heute geäußert. Ich erwarte von der Gesebau bezogen auf das Müllthema ein ganz klares Konzept, aber kein Interesse daran, dass Bewährtes geschlossen wird und Neues eingeführt wird, wo es nur anschließend Probleme gibt. Das sagen wir Ihnen zu, das werden wir stoppen. Wir werden genau gucken, was die Gesebau an dieser Stelle angeht.